herzlich willkommen zu einer neuen Rezension bei mir auf dem Channel. Und heute werde ich von Tanja Hanika Zwietracht mörderische Freundschaft rezensieren. Das könnt ihr hier nochmal genauer anschauen. Yay! Tanja ist mit mir bei den Barbro Authors. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, jetzt auch im Rahmen der Barbro Lese-Challenge, möglichst viele Barbro-Bücher dieses Jahr zu lesen. Und eigentlich wollte ich das erst später anfangen und habe dann aber neulich reingelesen. Und ja, es ist nicht so dick, wie ihr seht. Und es war abends und naja, wie das halt so ist, wenn man ein gutes Buch anfängt, dann muss man unbedingt zu Ende lesen. Und so ging es mir mit diesem Buch auch. Tanja schreibt düstere und schaurige Romane. Und dieses Projekt hat mich eben besonders neugierig gemacht, weil ich das Cover total schön fand und auch die Kurzbeschreibung mich ja sehr neugierig gemacht hat. Als E-Book kostet das 6,99 € und als Taschenbuch, wie ich es jetzt hier habe, 11,99 €. Ich verlinke euch das auch nochmal in der Beschreibung, dann könnt ihr nochmal gucken, was sie für andere Romane hat. Und in Mörderische Freundschaft geht es um zwei beste Freundinnen, die gemeinsam in einen Kurzurlaub in eine abgelegene Hütte im Wald fahren. Und Lina ist eben Schriftstellerin und möchte dort eben ihre Schreibblockade überwinden, um an ihrem nächsten Bestseller zu arbeiten. Und Millie möchte einfach ein bisschen Urlaub machen und versucht eben Fotos zu schießen, weil sie eigentlich mit Fotos Geld verdienen möchte, aber aktuell noch einen ganz normalen Job hat. Und sucht dann eben draußen im Wald und am See nach schönen Motiven für ihre Fotos. In der Hütte, in der sie bleiben, gibt es eine verschlossene Tür, die das Interesse von Lina schnell auf sich zieht, nachdem sie in der ersten Nacht kratzende Geräusche in der Hütte wahrnimmt und generell so ein bisschen von der mysteriösen und mystischen Atmosphäre von abgelegenen Hütten im Wald eingenommen wird. Und kurz darauf findet sie dann Millies Verhalten sehr seltsam und erkennt ihre beste Freundin gar nicht wieder. Und Lina wird sich dann immer bewusster, dass irgendjemand es auf sie abgesehen hat und verdächtigt dann eben Millie, ihre beste Freundin. Ja, wie das tatsächlich sich dann abspielt, das Buch heißt ja Mörderische Freundschaft, das heißt, ihr könnt euch schon vorstellen, in welche Richtung das dann gehen wird. Aber wie es genau ausgeht, das müsst ihr dann selber lesen. Ja, zum Punkto Gestaltung und Design. Das Cover ist sehr schlicht gehalten, aber das finde ich eigentlich sehr schön. Man sieht hier einfach nur eine Frauensilhouette und diese schöne Hütte im Wald als Foto. Huch, das war jetzt eine Plastikflasche. Schockierend. Ja, ist einfach sehr, sehr schlicht gehalten, sehr einfach. Aber das finde ich sehr schön und auch sehr passend. Also ist einfach sehr hübsch gemacht. Auch die Schriftart ist auch nicht so klein. Ich finde, man hätte den Abstand zum Rand ein bisschen größer machen können. Aber letztendlich, das sind Kleinigkeiten. Also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, was ich hier betreibe. Genau. Den Schreibstil fand ich anfangs ein kleines bisschen holprig. Es wirkte irgendwie sehr bemüht, abwechslungsreich und anschaulich zu schreiben. Und das hat man an manchen Stellen gemerkt, dass das irgendwie so nicht so zum Rest gepasst hat. Und das hat sich dann aber sehr schnell verflüchtigt und dann war es wirklich locker und hat funktioniert mit den Formulierungen. Und man ist über nichts mehr gestolpert. Und die Spannung konnte also wirklich das ganze Buch über auch gehalten werden durch den Schreibstil. Es war jetzt nicht besonders dramatisch formuliert, sondern einfach in der unaufgeregten Beschreibung und den wertungslosen, wertungslosen Formulierungen war das dann sehr, sehr spannend und fesselnd und man ist so richtig schön eingetaucht in die Geschichte. Und ich habe es tatsächlich in dieser einen Nacht in einem Rutsch durchgelesen. Ja, was bei dem dünnen Buch auch geht, also es waren, glaube ich, so 2,5 Stunden ungefähr mit kleinen kurzen Päuschen zwischendurch. Aber ansonsten bin ich eher nicht der Typ, der Bücher in einem Rutsch durchliest. Das heißt, es hat mich schon sehr gefesselt. Vom Inhalt, wie ich gesagt habe, also ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht und wie es weitergeht. Die erste Hälfte des Buches ist aus Linas Sicht geschrieben und die zweite aus Millies. Und das fand ich sehr, sehr schön, gerade weil ich Lina nicht so gerne mochte. Und den ersten Twist, der so passiert im Buch, den habe ich kommen sehen. Den fand ich jetzt nicht so unerwartet, aber ich habe auch schon so unendlich viele Horrorbücher und Horrorfilme und Horrorvideospiele konsumiert,
dass ich da inzwischen eigentlich, dass es sehr schwer ist, mich mit irgendwas zu überraschen. Und man hat sich anhand kleiner gestreuter Anzeichen schon denken können, was da passiert. Das war aber nicht schlimm, das hat gepasst, im Gegenteil, also es hat gepasst. Und der Twist zum Ende, der zweite, der kam für mich überraschend. Damit hätte ich jetzt an dem späten Punkt in der Geschichte nicht mehr gerechnet. Aber der war nicht unpassend. Also ich fand, das war gut, so wie es geendet hat. Und zu viel über den Inhalt möchte ich gar nicht sagen. Es ist auch passiert jetzt nicht so viel, aber es spitzt sich zum Ende sehr stark zu und man kann dann wirklich nicht mehr aufhören zu lesen. Ja, zu den Charakteren. Neben Lina und Millie gab es eigentlich kaum Charaktere, die eine große Rolle gespielt haben. Es gab noch Stefan und Barbara. Und Barbara war mir alleine wegen des Namens natürlich schon sympathisch. Ich freue mich immer, wenn ich im Buch jemanden finde, der Barbara heißt. Ja, Barbara ist ein sehr schöner Name, finde ich. Also unfassbar schön. Und alle Barbaras sind auch immer unfassbar schöne und nette Menschen. Also ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und ich glaube, aus Barbara und ihrem Ehemann Stefan hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr zur Spannung beitragen können. Also ich hätte mir da schon vorstellen können, dass man vielleicht da noch den ein oder anderen Fragemoment mit einbaut, wo man sich als Leser dann vielleicht doch nochmal hätte fragen können, okay, und was ist mit denen jetzt? Und ja, aber das ist letztendlich mein Eindruck. Also hätte man machen können, muss man aber nicht. Also die Geschichte war trotzdem gut. Lina war mir ein kleines bisschen unsympathisch, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen vielleicht gewollt, einfach weil sie ein bisschen quengelig und unzufrieden war und ich habe ihre Paranoia nicht ganz verstanden am Anfang, weil klar hat sie eine lebhafte Fantasie als Autorin, aber es war trotzdem so ein bisschen so, boah, beruhig dich mal wieder, Mädchen. Und ihre Neugier war für mich aber sehr gut verständlich, gerade wegen dem Kratzen und der Tür. Also da habe ich mich sehr wiedergefunden, weil ich sowas auch mal aufgeklärt haben muss. Millie war da schon ein bisschen menschlicher und gerade in ihrem Teil, der dann aus ihrer Sicht geschrieben ist, fand ich sie sehr sympathisch. Und auch ihre Handlungen fand ich teilweise so ein bisschen, da habe ich mir gedacht, so, warum machst du das jetzt so und so? Aber es hat gepasst. Also es war jetzt nicht so, dass ich. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, Mädchen, was machst du? Also nicht so schlechter Horrorfilm, die Person geht in einen dunklen Raum und sagt, hallo, ist da wer? Oder geht alleine auf den Dachboden oder sowas, sondern es war halt einfach ein bisschen, ja, manchmal etwas unsensibel oder unklug, aber jetzt nicht komplett unlogisch. Und alles in allem waren die Charaktere für so ein kurzes Buch gut ausgearbeitet und keiner war jetzt komplett eindimensional. Also das hat sehr gut gepasst. Wobei ich als mir trotzdem immer mal bei vielen Charakteren denke, so, habt ihr keinen einzigen Horrorfilm gesehen, weil ich bei vielen Sachen einfach so wäre, so, okay, nope. Aber das ist jetzt auch nur meine bescheidene Meinung. Das Ende kam für mich dann doch ein bisschen überraschend, weil es am Ende noch mal einen Twist gab, den ich oder den man als Leser früh ausgeschlossen hatte. Und das hat mir aber gut gefallen. Also mich hat es positiv überrascht und ich mochte vor allem die letzte Szene sehr gerne. Und es sind einige Fragen offen geblieben, aber das war nicht schlimm. Also es war akzeptabel für mich, weil es schon in sich geschlossen war, aber eben doch hat man sich noch so ein paar Sachen zu der Geschichte einfach gefragt. Und um da aus meinem liebsten Horrorspiel und aus einem meiner ersten Horrorspiele zu zitieren, nämlich Alan Wake, in einer Horrorgeschichte fragt das Opfer oft warum, aber es kann und es sollte keine Erklärung geben, denn die unbeantworteten Geheimnisse bleiben am längsten bei uns und das ist, was wir uns am Ende merken. Und ich finde, da hat er recht. Also ich finde das oft auch rückblickend, wenn einem alles haarklein erzählt und vorgekaut ist und alles gelöst ist, dann denkt man nach dem Lesen oder nach der Geschichte nicht mehr so viel drüber nach im Regelfall. Und wenn es dann so ein bisschen offen ist und so manche Fragen offen bleiben, dann ist es eigentlich ganz schön. Und ja, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich habe es, wie gesagt, in einem Rutsch durchgelesen und kann es allen Horrorfans und Leuten, die mal ein kleines, gruseliges Buch für zwischendurch suchen, sehr empfehlen. Und wenn man alle Einzelwertungen zusammenrechnet, ergibt es eine Wertung von 4 Sternen. Und ich freue mich schon darauf, mehr von dir zu lesen, liebe Tanja. Und ja,
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt die Rezension dann auch nochmal auf meinem Blog lesen in naher Zukunft, denke ich mal. Das kommt immer ein bisschen zeitversetzt, weil ich mir nur grobe Notizen immer mache und dann das für den Blog doch noch ein bisschen ausformulieren möchte. Und ja, alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Ciao! Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder kommentiert oder sonst irgendwas oder mir ein Foto schickt, wie ihr dieses Video schaut und dabei lächelt. Nein, das war ein Spaß, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Abonnieren, kommentieren, favorisieren. Ja, lassen wir das lieber.